Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Ich begrüße euch zu einem neuen Part von New Super Mario Brothers oder Brothers DS gegen den guten Kleder. Guten Tag. So sieht das aus. Hallöchen. Ja. Ah, ja. Ich sollte mich vielleicht angewöhnen, bei den ersten 10 Sekunden der Begrüßung direkt schon ins Level zu gehen, weil ich denke mir dann so, ja, komm. Ich bin ins Level gegangen, also. Ja, ja, schon okay. Ich bin ein richtiges Arschloch, tut mir leid. Passt schon. Mach keinen Wandsprung, du sollst auf den Block gehen, Mann. Tu, was da ich erstmal den sage. Pilz geholt, das ist schon mal ein guter Anfang. Den Pilz geholt, hat er den Pilz geholt, hat er nicht getan. Hat er nicht den Pilz geholt, hat er nicht den Pilz geholt. Jetzt mach ich meinen Speedrunner. Mal die Stoppuhr starten, das wäre auch eine gute Idee. No bad idea. Nein, jetzt hat er die. Jetzt hat er die Eieruhr gemacht. Fick dich doch, Mann! Start die scheiß Stoppuhr! Ich hab sonst die Zeit im Kopf. Du hast sie im Kopf, aber nicht im Hirn. Ja? Was bringt dir ein Kopf ohne Hirn? Ja, Idiot. Sorry, ich wollte auch mal was Tolles sagen. Wow. So. Ah. Der Zug ist schon lange abgefahren. Aha. Nee, aber ich ziehe da halt eine Minute von ab. Es passt schon. Genau dasselbe würde ich auch tun. Alter, ich geh grad skillmäßig richtig ab. Hab ich mir halt auch gerade gedacht, wo bist du denn gerade? Ich bin gerade schon draußen und kurz davor. Ich bin auch draußen. Jetzt gerade da, wo man die Mini-Pilz bekommt. Aha, ich bin jetzt schon beim Fragezeichenschalter. Ich führe, Leute, ich führe. Wer hätte das gedenkt, Alter? Wer hätte das vor dem ersten Part, beim ersten Part noch gedenkt? Weißt du, der erste Part ist erstmal so richtiger Absturz und dann geht's los mit dem Skill. Ja. Das ist bei mir wirklich in jedem Spiel so, weißt du, im ersten Part bin ich immer richtig scheiße. Vom Skill her. Wow. Und dann geht's richtig los. Fireball Spamming. Geh drauf. Dankeschön. Wie, du spammst? Da geht das? Natürlich, ich hab den Boss geschafft. Darf man das denn? Ja, steht nicht in den, also steht nichts anderes in den Regeln. Das heißt, ich führe gar nicht mehr. Und Schlüssel eingesammelt, gewonnen. Ja, ich habe ihn auch jetzt besiegt. Ohne einen Gegentreffer. Ich führe! Er ist eigentlich voll einfach. Ja, ist er auch, aber halt nicht mit Beanie. Ja. Dies ist das Problem. So, ich mach zuerst Welt 3, einfach nur, weil es hübsch ist. Wie sich Luigi wundert, dass Peach gar nicht mehr da steht. War sie eben nicht noch hier? Mhm. So, ich mach Welt 3 zuerst, Alter. Ja, wir machen das nämlich chronologisch, meine Freunde. Sind, hä, was? Die Level in Welt 3 finde ich teilweise schwieriger. Echt? Ich fand Welt 4 scheiße wegen der scheiß Säure. Wenn du nicht reinfällst, ist hier gut. Also ist ja nicht krank. Ja. Ich mag halt kein Wasser, ne? Und Wasser ist halt hier in Welt 3 schon sehr existent. Und was heißt nass? Nass! Erkenntnis des Tages und so. Ja, das Nashorn sagt da auch mal was. Nashorn, also Aaron? Ja. Ach, das Nashorn! Was ist eigentlich aus dem geworden? Ach ja, da macht er keine Let's Plays mehr. Ja. Ah, der arme Aaron. Kurz mit Skype gemeldet, es gab's ja schon auf Twitter gemeldet und meinte so, bin ich das deiner Skype-Konfi? Ich so, ja. Okay, Aha. Das ist dann in 3 Jahren, wenn ich online bin. Ja, das habe ich auch gesehen, ich hab's gesehen. Oh, jetzt habe ich einen Panzer unter Wasser, oh, das fühlt sich so gut an, du schwimmst so viel schneller, Alter. Das ist der Level mit dem hässlichen Fisch! No! Aha, ich frag mich auch. Als wäre der Fisch hinter dir her. Ich frage mich auch, ob der Aaron da auch zuschaut gerade hier. Wenn ja, hallo Aaron. Grüß dich. Hallo Aaron, tschüss. Ja. Boah, ich schwimme so schnell, ich kann diesen Fisch abhängen. Aber ey, weißt du, was mich voll gewundert hat, ne? Ich habe da ja so einen übelsten Kommentar verfasst unter seinem Ende-Video, ne? Ja. Da gucke ich vor ein paar Tagen mal so drauf, um zu gucken, wer da noch so geschrieben hat. Und mein Kommentar war einfach weg. Echt? Ja! Ist das irgendwie so ein YouTube-Bug, dass irgendwie manchmal die Kommentare... Ja, doch, das ist tatsächlich ein YouTube-Bug, glaube ich. Dass sie als Spam gekennzeichnet werden, oder was? Nee, dass sie einfach nicht angezeigt werden. Ey, wie behindert. Ja. Aber nicht nur bei mir, also auch bei... ich habe auch andere gefragt, jo, guck mal bitte da aufs Video, ob der Kommentar noch da steht. Und er stand nicht mehr da. Bei keinem. Ja, dann liegt das aber, glaube ich, an YouTube und nicht daran, dass irgendwer wen gelöscht hat. Oder so. Ey, das... Keine Ahnung, warum sollte man den Kommentar löschen? Ich meine, da ist doch nichts Verwerfliches dran, oder? Aaron, bitte melde dich. Sag bitte, warum. Ich bin Julia Leischig, ich frage so, dich gerade so was. So viele haben unter Aarons letztes Video irgendwelche Romane geschrieben und ich einfach nur so, ja, gute Nacht, schlaf schön. Ja, weißt du so, Alter, das kam ein bisschen fies, meiner Meinung nach, aber wahrscheinlich hat er es als Spaß gesehen. Ja, warum sollte er das als fies empfinden? No, Panzer weg! Aha. So, ich mach schon direkt 3A. Ja, mach ich auch gerade. Oh. Hauptsache, ich sterbe nicht. Das ich durch, du. Badabab. Mini-Pilz! Geil. Oh, diese bombenkackenden Viecher, ne? Aha. Die haben's ja echt drauf. Okay, aber ich finde den Mini-Pilz so geil, mit dem kann ich so viel skippen. Ja. Aber der Nachteil, meine Freunde, ist, man stirbt schneller. Ja. So sieht das aus. Aber ich glaube, ich müsste dich jetzt eigentlich schon über... Obwohl... Ah!
Ob ich dich jetzt schon überholt haben müsste? Ich weiß es gar nicht. Weißt du was? Mach ich halt den Schalter. Nein! Scheiß Bomben. Hör auf. Reicht. Warum will ich dieses Starcoin? Ich weiß es nicht. Ich bin durch mit dem Level 3A. Okay. Ich bin gerade bei der Mittelfahne. Ich weiß nicht, vielleicht hat die Starcoin dich ja mit ihren güldenen Augen angeschaut und sich gedacht, oh. Komm mal ran. Weiß ich nicht. Ja. Kann alles möglich sein! Oh! Da! Nein, da war ein Koopa, was? Ja, sicherlich! Oh. Fuck! Boah, der Mini-Pilz, Alter! Der hat's echt in sich. Das ist knackig. Ja! Das gibt es doch nicht! Yay! Ich bekomm. Was ist das? Ist das Dynamit? So Michael Bay-mäßig, wenn man am Ende so eine Schnapszahl hat, am Ende des Levels so eine Schnapszahl hat und dann am Ende kommt. Irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aha. Ich glaube gerade nur, wir wissen Scheiße, ich weiß nicht. Mir fällt das Wort gerade nicht ein für Silvesterknaller. Ach, Silvesterknaller, sag's doch. Ich bin dumm! Scheißdreck. Alter! Dieser hässliche Koopa, wieso sieht man den auch einfach nicht? Ich muss sagen, der Mini-Pilz, Alter, der kommt mir echt gelegen. Ja, wenn du das sagst. So, ich bin durch mit Level 3A, weil ich dumm gestorben bin. Am letzten Gegner vom Ziel. Oh! 3-2 habe ich auch fast durch, Alter. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Nein, ich bin gestorben. Ach. Nein, ich bin so kurz vom Levelende gewesen. Mann! Scheiße, Mann, da bin ich viel zu kurz gesprungen. Ich hoffe, da waren. Da ist eine Mittelfahne. Ach, der Level, ja gut. Ja, damit sind Mini-Pilz. Ich glaube, sogar einige Entfernungen sind extra so lang. So lang gewählt. Selbst so, dass man da mit dem Mini-Mario oder Mini-Luigi rüberkommt. Du kommst darüber, egal. Sag mal so, wenn du richtig auf Speed bist und dann wirklich im letzten Moment springst, schaffst du es echt immer ans Ende von den Lücken oder der Plattform. Ja, die haben bei solchen Leveln auch immer gerne mal so einen Pilz unten hingestellt, damit man hier besser Speedruns machen kann, was ich eigentlich auch echt cool finde. Aha. Also manche Level sind wirklich Speedrun-optimiert. Warum mache ich das? Ach ja, weil ich ja den Secret Exit ja sogar brauche. Hä? Es gibt den Secret... In echt? Level 3-2, ja. Okay. Und der ist richtig krank. Und Kackpilze fangen an zu scheißen. Oh, der hat Level 3-2 geschafft. Und damit führe ich auch wieder, geil. Ja, du musst die Secret Exit noch machen. Da muss der Boss sich ein bisschen mal an die Schulter klopfen. Hat er toll gemacht. Ist schön. Oh, diese Pilze, Alter, die sind so auf Drogen. Ja, die sind auf Pilzen. No! Wieso? Ja, weil sie scheiße schwer sind. Ich mache jetzt gerade den Kai. Wieso? Weil du dich überall bedankst? Nein, weil ich überall schlecht bin und runterfalle. Nee, das ist der Ricky. Okay. Da musst du mich mit jemandem verwechselt haben. Nee, wenn man den Kai macht, bedankt man sich bei jedem. Okay. Du hast doch meinen 12 Stunden Premiere-Stream gesehen, oder nicht? Am Ende habe ich mich einfach bei jedem... Alle zwei Stunden. Ja gut, aber am Ende habe ich mich halt bei jedem bedankt. Wirklich bei jedem. Cool. So, der da war. Ja, Dankeschön an dem und dem. Und da dran. Und der wollte dann so richtig so satirisch so... Ja, danke auch an Hitbox dafür, dass sie diesen, dafür, dass sie es möglich gemacht haben, dass ich hier streamen kann und so weiter und so fort. Bist jetzt auch mal fertig. Warte mal. Nein! Was? Wo finde ich denn den Secret Exit? Nach der Mitte kommt dieser Pilz, auf dem du bist, ne? Ja, und das sind halt drei Röhren, oder? Ja, die rechte. Scheiße, da war... Oh, die grüne, ne? Aha. Oh, das wusste ich doch. Abgewichste Dreckscheiße, sag ich immer wieder. Oh, jetzt hier keine Scheiße, aber weißt du jetzt. Ich darf es nicht aus der Hand geben. Oh, ich bin oben. Okay. Alles gut. So. Dann kommt nämlich eine Passage, die einfach nur richtig asozial ist. So, ich habe den Secret Exit, aber den normalen muss ich jetzt noch machen. Es ist doch nur so. Warte mal. Ist doch Röhre rein, Röhre raus mäßig, oder nicht? Ja, jetzt gehen wir aus der Röhre raus. Okay. Ach, ganz viele Pilze. Ja. Die Sprünge zu timen ist gar nicht mal so leicht. Ich hab's geschafft. Was ist mit dir los? Gut. Ajo, ne, ich hab's natürlich geschafft. Ja, ich bin gut. Ja.
Okay, ah, das ist der Secret Exit. Ja gut, ich würde es aber sagen, ich mache erstmal das Schloss. Weil da ein Fragezeichenblock ist. Ein roter Fragezeichenblock. So, ich muss die Level hier nochmal normal, normal lösen. Oh. No! Okay, gut. Nope, nope! Nicht schon wieder in diese scheiß Röhre, jetzt mach ich nochmal die Secret Exit. Willst du mich eigentlich komplett verarschen, Alter? Nee, dann mach ich das jetzt nicht, dann mach ich was anderes. Ich hab keine Lust drauf. Geh ich jetzt hier in Level 3b, mach ich das auch irgendwie anders. Diese Perspektiven! Das sind knackig. Ah, der Level! Oh. Fuck, der ist auch nicht lustig. Finde ich, ich mag den. Oh, dieser Moment, wenn du durch die Tür gehst und dann wieder rausgehst. Das ist immer geil. So, Luigi muss ich auch denken, warum mache ich das hier überhaupt? Bin ich irgendwie behindert oder so? Das ist echt so, Mann! Warum soll man durch die Tür gehen, dann wieder raus oder wieder rein? Just Luigi things. Nah, I'm stupid. Okay, ich glaube, ich bin bei Baby Luigi. Ich glaube, da nehme ich die Feuerblume doch glatt. Zur Sicherheit, ich hab's ja. Oh, no, yo. Ich bin doch gar nicht da. Ich wusste es doch. Da ist ein Block vor, oder? Kann das sein? Oh. Oh. Halt jetzt. So. Ich bin bei Baby Bowser oder Bowser Junior oder Sohn des Bowsers. Bowser Junior ist das. Hallo. Oh. Ich fand's aber Sunshine richtig geil, dass er eine eigene Synchronstimme gehabt hatte. Ja. Yo, my mama. Ein Spiel, was ich nie gespielt habe. Boah, schäm dich, Alter. Nicht mal im Emulator. Mm-mm. Jetzt weißt du ja, was du tun musst, wenn du den neuen PC hast. Ja. Kannst erstmal ein bisschen Sunshine spielen. Sunshine. Ich habe das ja sogar, ich habe sogar den Emulator mit der ROM auf meinem PC. Aber gespielt habe ich es trotzdem nicht. Ich hab's auch. Glaube ich. Oder habe ich nach dem Aufsetzen vergessen, den GameCube-Ordner zu speichern? Oh, ich hoffe nicht. So, jetzt mache ich dieses Röhrenlevel hier. Da ist ja schon wieder dieser hässliche Fisch mit den Stacheln. Wo bist du denn jetzt gerade? Hast du schon 3B gemacht? Level 3C. Wo, was? Hab ich irgendwas verpasst? 3C? Ich bin gerade mal... Hab ich irgendwie ein Secret Exit vergessen oder so? Nein, der Secret Exit in Level 3.2 führt zu 3B. Und nach 3B, was ist das denn für ein Level? Nach 3B kommt 3C. Ah, also ein legitimer Level. Also ohne ein Secret. Ja. Den man ohne ein... Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Prinzipiell erreichst du ihn halt nach dem Secret Exit von Level 3.2, ne? Aha. Ja, was ist das für ein Level, Alter? Ja, was ist das für ein Level? Ja, fein. Ja, was ist das? Wow. Geh mit das Fireflower. Ich scheiße auch gerade auch übrigens auf alle Starcoins, weißt du das? Wobei... Ich nehme so ein paar auf dem Weg. Nehme ich mit. Ah, ich hab dich umgebracht, du kleiner, kranker Scheißfisch. So. Ja. Boah, jetzt kommen die fliegenden Fische. Also die springenden. So ein, so Starcoin-mäßig ist ein Level... wie eine Prostituierte, muss ich vorstellen, weißt du? Das ist nämlich wie bei geschlechtskranken Dreckschlampen im Bett landen, da kann man sich was holen. Naja, gut. Also so Starcoin-mäßig kann man sich da was holen, ne? Hast du diese Zweideutigkeit verstanden? Ich hoffe schon. Ich hab das schon verstanden, du. Ach, das ist, okay. Kann es sein, dass jeder Special-Level so einen Fisch beinhaltet? Hab ich auch schon gedacht, aber nee, ist nicht so. Oh. Ja, gut gemacht, Fisch, danke. Das erste Mal Teamwork in diesem Let's Play, in diesem, was auch immer es ist, 101. Dummes Starcoin? Please tell me how to do this. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Ich weiß, dass ich es so nicht kriege. Boah! Nein, warum ist jetzt auch noch Cheep-Cheeps kommen? Nein! Welchen Level bist du? 13. Ja, bin ich nämlich auch. Und den habe ich jetzt durch. Oh, dafür habe ich das Schloss. Das Schloss. Ja, du bist das führend. Das Schloss, So, das Ende von Welt 3, deshalb muss ich jetzt was anderes machen. Ich hasse diesen Fisch, Mann. Ich würde diesen Fisch am liebsten umbringen, aber ich will mir meine Feuerblume aufsparen, weil ich mir halt denke, okay, am Ende des Levels oder so kommt bestimmt noch ein Pilz oder eine Feuerblume. Deswegen lasse ich das mal lieber ganz schnell bleiben. Ich will hier nichts verschwenden. Ich kaufe Zahnfleisch! So, ich bin jetzt hier wieder in dem Level aller Level. 3-2. Renn einfach nur durch! Renn durch, Mann! Mein Gott, diese Cheep-Cheeps! Sind lustig, ne? Ja, ich lach mich kaputt. So, jetzt nicht bewegen. Super. So, stirb bitte. Da ist schon... Na, was? Da ist schon das Ziel... Oh Gott, wie dumm kann man eigentlich im Kopf sein? Oh.
Er hält den Pilz, er hält den Pilz. Hält er es auch durch bis ins Level? Bis ins Levelende? No! Okay. Mein Gott, ich hab's geschafft, Scheiß oder? Auf Gegner, scheiß einfach auf alle Gegner. Ja, gut. Was ist das für ein dummer Pilz? Was hat der geraucht? Ja, ist mir egal, Alter. Oh mein Gott, Alter, ich hab's geschafft, Mann. 3C durch. 3-2 durch. Das bedeutet, ich gehe jetzt ins Schloss. Also Turm. Okay. Turm. Nicht Schloss, Turm. Hm. Ey, es ist ja eigentlich egal, in welcher Reihenfolge man das macht, oder? Ja. Es ist ja eigentlich vollkommen egal. Das heißt, ich hätte eigentlich den Boss aus Welt 2 am Ende machen können, wenn ich sage, okay, erst wenn ich genug Skill entwickelt habe, mache ich den und so, oder so, weißt du? Auf welche Röhre war das denn mal? Mitte oder links? Mitte oder rechts? Links war es auf gar keinen Fall. Nein, und kein Mini-Pilz, please. Nein, dann sammle ich ihn auch noch ein. Was ist das für ein... Was, Mitte? Ja, es war die Mitte. Aha. So. Nicht bei der. Wahrscheinlich wieder Wasser-Scrolling-Level, oder? Nein, aber dafür mit ganz vielen... Ach ja, mit die Star-Coin. Nice. Wie heißen nochmal diese Tintenfische, deren Name mir entfallen ist? Blooper? Ja! Das war der Name, ich wusste es doch! Oh, warum bin ich klein, bitte? Warum? Oh. Ich bin... Nein, warum bin ich das hinter den Gittern? Das verwirrt mich so, das hat mich schon bei Mario World immer richtig verwirrt, Alter. Aha. Ey, ich kann dir sagen, Gott sei Dank ist das kein Scrolling. Das ist echt cool. Hm. Aber ich glaube, ich hänge ja so ein bisschen... Ja, ich... Ah, ich weiß, wo es lang geht. Wo ist der jetzt? 3-3? Ja, genau. Da gibt's die schlimmste eine der schlimmsten Starcoins. Die schlimmste... Ah! Ist das nicht mit diesem Fisch? Nee, da war das schon. Fisch? Echt? Das war ein reiner Blooper-Level, dachte ich. Oh! Fuck you! Und es gibt natürlich keine Mitte in diesem Schloss. Ja, natürlich. Echt? Okay, dann gehe ich jetzt das erste Mal in diesem One-on-One in einen der Pilzhäuser, weil ich keine Lust habe, da Clan reinzugehen. Was? Wirklich? Ich habe nicht eins benutzt. Was dafür? Warte mal, so ein Pilzhaus, was es am Start gibt oder wofür du 5 Sternminzen bezahlst? Das war hier frei, deshalb gehe ich da jetzt einfach hin. Ach so. Oh, okay. Hat sich nicht gelernt. Hat sich nicht gelernt. So, Geisterhaus. Ich habe noch 4 Minuten Zeit. Oder du hast auch 3,5 Minuten. Wir haben noch 3,5 Minuten ungefähr Zeit, ja. Den Turm kriege ich noch hin. Das war's dann. Ja. Dann hole ich vielleicht irgendwann mal auf. Vielleicht. Vielleicht. Und ich schaff's irgendwie immer konstant auf 5 Leben zu sein, ne? Mal 6, mal 15. Alter. Okay, Game Over kannst du schon mal nicht gehen. Das ist eher meine Sorge mit dem Game Over. Oh, wenn das passiert, ne, das wäre so gut. Nein. Ich hoffe, ich gehe Game Over nach, oder... Diese Scheiße! Ja. Ich hoffe natürlich, dass ich überhaupt nicht Game Over gehe, aber... Es lässt sich vielleicht nicht vermeiden in den nächsten Welten. Schauen wir mal. Ja. Und die Giftwelten, die haben es auch in sich, Alter. Wie gesagt, man muss da einmal nur kurz in die Säure fallen und schon bist du tot. Instant down. Auch mit dem Stern, was ich gar nicht verstehe. Das ist total dämlich. Ja, das ist halt wie Lava, ne? Ja, wow. Wenn du Stern hast und dann in die Lava springst, soll es dich eigentlich nicht jucken. Oder nicht? Oder sehe ich da irgendwas falsch? Tut es aber. Das ist aber scheiße. No! Was sind das für Koopas, Alter? Ah. Ich schaff diesen Turm einfach nicht. Das ist sehr schön. Meine Leistungen lassen nach. Wieso kann man nicht... Kennst du diese Treppen, die erscheinen, nachdem man so einen orangen Schalter benutzt hat? Mhm. Warum bitte kann man, wenn man da runterrutscht, nicht springen? Macht das irgendwie Sinn? Ich denke nicht. Ist so. Das ist scheiße. Gott, warum? Jetzt habe ich kompletten Hänger. Das kommt mir so gelegen, ne? Ey, ohne Scheiß. Ich bin gleich mit dem Geist auswendig. Ey, kann es denn, dass ich dann so 2 Level vor dir bin? Mhm. Heftiger Auto! Hm. Dann schaffe ich das ja doch noch. Ey, da kann ich das doch noch gewinnen, Alter. Wenn ich mich jetzt anstrenge, ne? Natürlich kannst du das noch gewinnen. Oh, geil. Aber nie gesagt, dass du es nicht könntest. Du hast immer nur gesagt. Ja, das ist dann wieder so ein Moment, wo man sagt, immer diese Leute, die sagen, sie schaffen das nicht, dann schaffen sie das. Weißt du? Kann ich kotzen. So, geistlos geschafft. Eine Starcoin mitgenommen. Ich hoffe, da gibt es kein Secret Exit. Oder besser gesagt, ich hoffe, dieser Secret Exit führt nicht zu einem Level. Aber der führt zu der Kanone. Ja, gut, dann ist es egal. Ja, das ist egal. Gut, dann bin ich nämlich jetzt... Alter! Warum? Scheiße. Nur eine Minute haben wir noch. Minute haben wir noch. Ob ich es schaffe... Aber dann schaffe ich dieses Schloss garantiert nicht. Ich auch nicht.
Und ich könnte durchspringen, mal gucken, ob es was wird. Obwohl, ich stelle mich ein bisschen dumm an jetzt. Okay, gut, ich warte dann hier. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Also, wo bist du denn? Warte, am Ende von dem Turm, gleich, glaube ich, beim Boss. 30 Sekunden hast du noch. Hm, da ist der Boss. Von Baby Bowser. Oder Bowser Junior. Bist du da? Was? Bist du schon da bei dem? Ja. Okay, dann kannst du es schaffen. 10 Sekunden hast du noch und das schaffst du bis dahin, ne? Ich würde sagen, ich gönne dir das dann auch. Ja, komm, Alter. So, ich will nicht so einer sein und sag dann so, ne? Und, no, der springt. Hab ihn. Okay, ja gut. Ich gönne dir das. Wie viele Sekunden war ich drüber? Ach, du hast es genau in dem Moment geschafft. Okay, wenn du das sagst. Aber die Sequenz, die musst du jetzt trotzdem erst im nächsten Part angucken. Nein, Spaß. Komm, ja, die läuft automatisch. Da kann ich ja nichts gegen machen. Was soll ich da machen? Ne? So. Das ist Nachspielzeit. Das ist scheiße. So, gut. Alles klar. Das bedeutet, du bist 2 Level vor mir. Sehr schön. Okay. Ist ein gesunder Abstand auf jeden Fall, aber ich glaube, den werde ich sowieso in der Gipfel verlieren. Schon mal gesehen, Leute. Beim nächsten Mal geht's wieder beim guten Kleder weiter. Also schön in die Videobeschreibung gucken und auf den Link in der Beschreibung klicken. Jo. Da kommt ihr zu Kleders Kanal. Oder guckt in die Videokommentare, da habe ich bestimmt auch den Link zu seinem Kanal gepostet. Und ja, die Random Army ist mal wieder am Durchbrechen. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind kurz davor zu siegen. Und ja, von daher gesehen, Kleder. Wir verabschieden uns jetzt von diesem Part, von diesem wunderschönen Part, von daher gesehen, Leute, das war's. Macht's gut, haut rein, ciao.